Also, ich sag mal so, eins habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt, dass wir ab jetzt Items, die wir auf jeden Fall brauchen, so wie das alles, was wir gerade gefunden hatten, um unsere tolle Handschuhe zu craften, lege ich diesmal nächstes Mal in unser schönes oberes Inventar. Oh, da ist noch meine Maus im Bildschirm. Aber schon ist sie verschwunden. Und hier haben wir direkt, was bringt denn jetzt ein Heilschrein? Wir sind doch gerade erst hier angekommen. Ich meine, ich appreciate's, aber Leute, das hatten wir auch schon an Text. Man, man, man. Und das sind mal Monster. Okay, das sind mal echt viele Monster. Okay, die haben wir. Alter. Uleck, da habe ich ja gerade mal komplett versagt. Okay, davon haben wir jetzt wieder was. Oben oder unten? Das ist, was ich haben wollte. Perfekt. So. Wir heilen uns jetzt ganz gemütlich. Das hat ja schon mal gut funktioniert, ne? Direkt rein und fast am Sterben. Das war dann doch wieder ein bisschen einfacher. Und den kriegen wir auch noch hin. Auch wenn er seine Richtung ändert, nicht mit mir. Wir haben ja schon einiges an Items, also so ist es nicht. Wir haben schon ganz schön viel gefunden. Und können damit, denke ich, auf jeden Fall jetzt was verkaufen. Und Golem Dungeon 2, das heißt, wir sind in der zweiten Ebene angekommen. Ach, und da sind auch die dann wieder. Ich dachte, ich bin jetzt so clever und trick's ihn aus. Leider nicht ganz geschafft. Komm schon. Perfekto. Euch haben wir alle erledigt. Okay. Nicht so gut hat das jetzt funktioniert. Hä? Hat der gerade das Item genommen? Okay, das ist jetzt Mechanic. Shit. Kriege ich doppelten Schaden, aber... Oh, Mann. Nein! Die Golemkeile wären fast runtergefallen. Ich habe sie gerade noch so auffangen können. Was macht der denn hier? Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand. Okay, das heißt, es muss auf jeden Fall an die Seite. Und der Flucheffekt eines angrenzenden Gegenstands blockiert. Noch besser. Perfekt. Und dann haben wir beides frei. Das nehmen wir jetzt alles mit. Okay, was sagt der uns diesmal? Heute wurden mir wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Das hatten wir schon mal. Uninteressant. Es ist Zeit, wieder spannende Sachen zu facen. Deswegen suche ich jetzt eigentlich und dann... Na, das war falsch. Okay, das Schwert haben wir dann eigentlich schon gesagt, ist eine falsche, aber... komm her. Perfekt. Ah, der ist gut, der macht relativ wenig, wenn man nahe an ihm steht. Finde ich toll. Was machst du? Flucheffekt als angrenzenden Gegenstand blockiert. Okay, das, denke ich, lässt sich noch regeln irgendwann. So, euch tun wir alle weg. Das bringt mir ungefähr gar nichts. Schade. Dass das so unendlich nichts wirkend ist und nichts sagen, ich weiß es nicht. Ist ja echt dramatisch, ne? So, die tun wir diesmal nach da oben. Wir haben ja so viele Heiltränke. Wir können sogar hier noch ein paar ausrüsten. Zack. So. Oh, wieder ein paar mehr Gegner. Hä? Okay, ich bin gerade aus Versehen runtergefallen. Hab aber ein Buch gefunden. Was ist das? Golemfiebel? Spannend. Ich habe Heiltränke. Das war gerade ganz dumm. Ich wollte eigentlich irgendwie ausweichen, dann bin ich aus Versehen runtergelaufen. Das war einfach nur eine unglückliche Kombination der Tatsachen. So, das kann weg. Das bringt eher 17, ja, das ist schon besser. So, und das sollte ein wertvoller Gegenstand sein. Jedenfalls habe ich gesehen, dass wir den für irgendwas brauchen. Eine Golemmeißel.
So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich hier wieder hoch. Cool. So, damit können wir die einfach fernhalten. Auch eine gute Taktik. Auch wenn es vielleicht ein bisschen ineffizient ist. Wir haben ihn tot. Jedenfalls einen. Komm schon. Ah, da muss ich ganz aufladen. Ah! Das war sehr unspektakulär. Dafür, dass das so cool aufgeladen war. Never mind. Okay, wir dürfen uns diesmal nicht wieder übernehmen. Das habe ich gelernt. Wo wollen wir denn diesmal hin? Ach, von da kamen wir. Von da kamen wir auch. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Okay, wir haben jetzt schon spannendere Items gefunden. Och, nee. Eigentlich will ich zurück. Eigentlich will ich jetzt weg. Das war zwar ein ziemlicher Pussy-Move, aber ey. Ab zur Stadt, ne? Okay. Ich würde sagen, wir tun jetzt diesmal direkt. Das ist ja immer noch Nacht, also wir können ja praktisch jetzt gerade gar nichts machen. Sondern einfach unser Item herstellen. Da, und dafür haben wir auch alles. Können das jetzt direkt auch vom Merkzettel entfernen, jetzt brauchen wir das hier. Und dafür haben wir aber eigentlich alles. Was ist denn jetzt besser? Einmal derbe Handschuhe oder Kämpferhandschuhe. Ich finde die Kämpferhandschuhe eigentlich fast geiler. So ein Jagdbogen wäre natürlich auch noch praktisch. Den haben wir aber schon auf unserer Wunschliste drauf. Und das hier natürlich auch. Natürlich, dafür brauchen wir jetzt für beide das gleiche Item praktisch gesehen. So, und jetzt gucken wir einfach mal, dass ich ein bisschen was in meinem Shop platziere. Ich habe ja jetzt, das sollte doch mal wertvolle Sache sein. Ein Buch, ich meine, findet sich bestimmt irgendein alter Herr, der gerne Bücher liest, und dann nimmt er das einfach mit und freut sich. Die Golem-Runen können wir für 300 reinsetzen. Da freut sich jeder. Die Golem-Kerne weiß ich mittlerweile auch. 100. Die gehen auch für 200 weg. Ja, perfekt, oder? So, und jetzt tun wir mal diese ersetzen durch was? Durch das. Tue ich mal den Besen oben rein. Ich meine, hey, irgendwann brauchen wir vielleicht nochmal einen Besen. Und dann ist gut, dass wir den zu Hause haben. Jetzt vielleicht nicht genau das, was wir brauchen. Oder suchen. Whatever. Davon können wir auf jeden Fall ein paar verkaufen, denke ich. Wie viele und so ist dann die andere Frage, aber ein paar auf jeden Fall. Und der Rest sieht auch eher gut aus. So, dass wir es loswerden könnten. Die rostigen Schwerter nehmen wir mal noch rüber und die Glasdrehen. Ein paar habe ich ja jetzt schon reingesetzt. Ich meine, dann würde ich jetzt einfach noch runtergehen. Da wir unseren Laden ja eh gar noch nicht öffnen können, ist ja noch zu früh. Ich weiß auch nicht, wie lange es noch dauert, bis Tag wird. Wir könnten natürlich auch dementsprechend nochmal aufgehen in den Dungeon rein. Aber sonst würde ich jetzt erstmal Tränke herstellen. Ich meine, ich habe jetzt noch relativ viel im Inventar. Oh, das brauchen wir. Und direkt nochmal. Aber was hast du denn zu Verzauberungen anzubieten? Ich habe hier nämlich so coole Handschuhe. Ah, perfekt. Schaden auf 27. Ihr solltet dafür auch... Mann. Und jetzt habe ich nicht genug Gold. Das ist schade. Sehr schade. Okay, ich glaube, es sieht echt so aus, als sollten wir noch einmal in den Dungeon reingehen. Okay, die Handschuhe sehen echt cool aus. Ich bin excited to use them in real. So, dann nehmen wir dich doch einfach mal hier als Truhe für alles. Und dann gehen wir weg. Jetzt habe ich natürlich auch meine Heiltränke abgegeben. Damn. Vielleicht nicht die cleverste Entscheidung, aber hey. Machen wir halt nur einen kurzen Run. Einen kurzen Run, um etwas an Items zu verdienen, die wir dann later verkaufen können. Ich meine, es kostet ja auch einen Arsch voll Geld, wenn wir da wieder raus wollen. Wir müssen es ja auch erstmal wieder reinkriegen. Ich meine, mit 300 Gold nur zum Rausteleportieren sind wir nicht gerade knapp bei Kasse. Also das ist ja schon etwas. Es heißt was. Hat was zu sagen. Das heißt, Linus, geh nicht so oft in den Dungeon. Oder wenn dann nur, wenn du Ahnung hast. Okay, das ist uncool. Aber der stunt nicht nur, solange da keine anderen sind, ist es voll legitim. Perfekt. Okay, jetzt wissen wir auch, die Crystals können wir verwenden, um damit Sachen herzustellen. Also zu enchanten.
Ganz praktisch, weil wir müssen wir ja machen. So, du, warum verschwinden unsere Geräte? Das kennen wir. Hier sind 4 Türen, auch spannend. Nein, lass mich frei. Schön gemacht. Sehr schön. Ein bisschen Selbstlob ist auch manchmal gut. Was finden wir hier oben? Zack. Okay, das Doofe ist natürlich an den Handschuhen. Wir haben eine sehr kleine Distanz zu den Gegnern. Aber wir machen auch gut Schaden. Also das kannst du nicht verneinen. Das ist schon gut. Das mit der Distanz ist halt wirklich verbesserungswürdig. So, wir hätten jetzt bestimmt gleich auch... was ist denn das? Der ist auch neu. Okay, okay, okay. Schmeiß das Zeug nicht runter. Klaus mir nicht, ich will's haben. Dankeschön. Ich glaube, die haben es mir gerade geklaut. Jedenfalls ein bisschen was. Oh, leck. Den haben wir gerade gut zugesetzt. Der ist aber zu hoch, komm runter. Okay, wie kriege ich den jetzt runter? So, zack. Das war jetzt aber nicht so effizient. Das geht definitiv besser. So, was macht der? Der Flucheffekt eines angrenzenden Gegenstands. Blockieren. Und der? Perfekt. Und beide haben wir jetzt clear. So. Ich muss immer warten. Ich darf sie nicht direkt einsetzen. Komm schon, treff doch mal. Das war ja wohl gerade absolut traurig. Ich habe gerade einfach nicht getroffen. Okay. Jetzt ist, glaube ich, so die Zeit gekommen, wo wir sagen müssten, Linus, du hast was erreicht. Ja? Geh wieder. Das mache ich jetzt auch. Ich gehe einfach wieder. Und dann gucken wir, dass wir unseren Shop jetzt aufkriegen. Wir haben, guck mal, wir haben sogar ganz schön viele Monster erledigt. Ja, da kann ich also praktisch gar nichts dagegen sagen. Monster haben wir erledigt. Sachen haben wir gemacht. Und jetzt geht's ans Verkaufen. Yeah, Shop wird direkt aufgemacht. Kommt rein, Leute. Alle hereinspaziert. Zack, kommt her. Du willst Rüstung? Ey, tut mir leid, ich habe nur einen Besen. Und den will ich dir jetzt nicht unbedingt anbieten. Also, nicht, dass ich was dagegen hätte, dir einen Besen anzubieten, aber... Ich weiß nicht. Ach nein, das war falsch. Du kommst weg und dann kommst du... Nein, das war auch falsch. Ich krieg das hin. So, du... Du kommst weg. Und du kommst hin. So Leute, kauft ein. Freut euch nur. Platzieren wir doch direkt was Neues, wo wir wissen, wie viel es... Hier, da wissen wir noch, wie viel es kostet. Na gut, davon haben wir aber 2 jetzt. Jetzt überfordern wir die, glaube ich, mit Goldruhen. Wir müssen aufpassen, weil sonst geht ja die Nachfrage runter. Okay, das Buch ist definitiv zu teuer. Sehe ich das richtig? 1000 war zu viel. 500? Ich will kein Schnäppchen da draußen machen. Ich hätte eigentlich kleinere Schritte machen müssen. Ich könnte mich damit ja echt verhaspeln, ne? So, ich will mal einen von diesen Steinen da reinkriegen. Da wissen wir noch gar nicht, wie viel die kosten könnten. Ich tippe jetzt aber mal nicht auf 1000. Vielleicht auf 300 auch. Klar, nehmen sie mit. Schön, dass er das, dass er ihnen das gefällt. Schnell platzieren. Ja, der nimmt alle mit. Geil. Zack, zack. Solange die nette Frau mir nichts klaut. Gut. Da weiß ich auch schon, wie viel sie kosten. Ja, die Frau, die chillt wieder so lange im Laden. Klau mir nichts. Ich habe Angst. Ich beobachte sich. Oh, war das jetzt zu billig? Ich habe nicht auf das Emoticon geachtet. So, jetzt machen wir auf jeden Fall noch mehr da rein. Da wissen wir auch schon, wie viel es kostet. Ja. Schnell platzieren. Und die auch noch schnell platzieren.
Okay, die nimmt doch was mit. Kaputtes Schwert. Keine Ahnung, wie viel das wert sein sollte. Vielleicht 200? Ich weiß ja nicht mehr, in welcher Ebene wir diese kaputten Schwerter gefunden haben. Beide happy. Ich glaube, es wird eh gerade wieder Nacht. Tag. Ja, also der Laden macht jetzt zu. So viel ist klar. Oh, nee, doch nicht. Da war ich leider neben der Spur. Du kostest nur 100. Und du bist für 5 ein Schnäppchen und für 20 zu viel. Dann machen wir dich doch mal für 10 rein. Nehmen Sie noch was mit, Madame, bevor Sie gehen. Oh, die sind wohl ein Schnäppchen, oder? Nee, die sind zu teuer, aber sie hat es trotzdem mitgenommen. Gut. Die sind immer noch ein Schnäppchen? Also 15 oder was? Okay, den mache ich jetzt wohl... Die Steine hat sich noch keiner angeguckt, schade. Das war mit 200 zu viel, das Schwert. Also aber nur ein bisschen runter. Das heißt, ich gehe mal auf 175. Maybe. Ich habe noch mehr zu placen. Was ist denn das mit dem Goldmeißel? Gucken wir mal nach. Du, gib mir mal 400 dafür. Der war selten. Na, perfekt haben wir den getroffen, den Stein. Ach, wir werden langsam gute Shopkeeper. Und wir haben jetzt auch 7000 Geld. Damn. It's moving forward. Isn't that great? Isn't it? Baby, take all this. Take it all. Die Steine waren auch gut. Stoff. Das ist neu. Dich setzen wir jetzt mal rein für 300. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ah, das funktioniert doch gerade blendend. Ich sehe schon, jetzt wird es Nacht. Die Lichter sind angegangen. Ich glaube, es wird Zeit, Schluss zu machen. War das nicht ein guter Verkaufstag? Ich fand es hervorragend. Golemkern und ganz viele von diesen weißen Weißsteinen. 10.000 haben wir gemacht. Die Anfrage war sehr hoch von diesen Büchern auch. Wir brauchen also mehr von diesen Büchern. Guck mal, hat das schon einen Preis? Nein, hat es noch nicht. Dann stellen wir das jetzt einfach mal rein. Und zwar eins davon für 100. Nein, 300 vielleicht. Nein, das war eher billig. 150. 150 und wir sollten alle happy sein. Ich kann immer noch was reinstellen. Eisenbahn, just to get to know how much they are costing. 200 and you will be fine. Den Rest legen wir ab. So, dennoch nehmen wir die Heiltränke wieder mit. Denn wir müssen ja wieder ab in Dungeon. Wir müssen ja wieder was leisten heute. Wird das nicht cool? Ich glaube, das wird sogar blendend.